Das Achtelfinale des DFB-Pokals mit 4 Spielen am Dienstag und 4 Spielen am Mittwoch. Und der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Na, ohne Scheiß. Hey, wenn du das schon so anfängst, kannst du den Scheiß alleine machen. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, so reagiert der Radek, wenn der Vorschlag abgelehnt wird, die Bundesliga-Tabelle für unsere Tipps zur Rate zu ziehen. Aber Radek, lass uns doch eine andere Tabelle anschauen, den Turnierbaum. Komm zurück, sei nicht beleidigt. Ja, das ist super. Aber noch einmal so eine Plattitüde und das war's mit uns, Kumpel. Oh mein Gott. Wir starten mit dem Kracher, dem unglaublichen Adi Hütter gegen den Julian Nagelsmann. Frankfurt-Leipzig. Wie sind die in diese Runde überhaupt gekommen, lieber Radek? Das sehen wir hier am Turnierbaum. Die Frankfurter haben sich gegen St. Pauli schwer getan in der 16-Runde und Leipzig eher weniger, wenn man das Ergebnis so ansieht, gegen die Wölfe. Und in der Bundesliga haben sie jetzt ihre Tabellenführung aufgegeben, die Leipziger. Mehr oder weniger nicht ganz freiwillig. Sie hatten sogar eher noch Glück, dass sie das Spiel noch zum Unentschieden gegen Gladbach wandeln konnten. Sonst hätte sie Gladbach in der Tabelle auch überholt. Hier haben wir keine Standings zum DFB-Pokal. Aber gut, hier beim Duell der Bundesligisten kann man auch die letzten Spiele der Mannschaften zu Rate ziehen. Wie schon gesagt, die Leipziger haben halt ihr Bundesliga-Spitzenspiel mit einem blauen Auge beendet, mit sehr viel Glück noch unentschieden gespielt. Und die Frankfurter, ja, gegen das jetzt von Uwe Rösler trainierte Düsseldorf ein 1:1 auch sehr spät erkämpft. Also die Mannschaften sind beide nicht auf der Höhe des Geschehens. Setzt sich im Pokal die Klasse durch oder sehen wir eine Überraschung? Was ist deine Einschätzung? Ja, Frankfurt hat auf jeden Fall mit 2-0 Sieg im Nacken beim letzten Heimspiel vor 2 Wochen. Und bei Leipzig läuft es seit der Tabellenführung eigentlich gar nicht mehr so rund. Jetzt unentschieden gegen Gladbach. Nächste Woche kommt der nächste oder der aktuelle Spitzenführer als Gegner. Ich weiß nicht. Normalerweise habe ich hier gar keine Idee zu dem Spiel, ehrlich gesagt. Also prinzipiell von der Formkurve würdest du ja auf Frankfurt gehen mit Heimfans im Nacken. Warum nicht? Also hier Asian Handicap plus 0,5 auf Frankfurt 1,89, finde ich schon ganz gut, auch wegen dem angesprochenen Heimvorteil und dass die Frankfurter 90 Minuten im Pokal gegen die Leipziger mithalten können, definitiv, und dass sie eine Pokalmannschaft sind, haben sie auch zu Genüge bewiesen letztes Jahr international. Von daher gefällt mir diese Wette relativ gut und das wäre jetzt hier auch meine erste an diesem DFB-Pokal-Achtelfinalspieltag am Dienstag. Ist eingeloggt und damit schauen wir zum nächsten Spiel. Kaiserslautern gegen Düsseldorf. Hier würde mich schon mal interessieren, beim unterklassigen Kaiserslautern, was so die die Over-Under-Scores hergeben. Düsseldorf jetzt mit Uwe Rösler, Punktgewinn gegen Frankfurt, wäre fast ein Dreier gewesen. Ich sag mal so, der Trainereffekt, der kann natürlich schnell verpuffen, wenn du gegen einen Kaiserslautern verlierst, oder? Das ist zudem eine Drittligamannschaft, gegen die sie hier spielen. Von daher bin ich überhaupt kein Fan, dass ich die Underdogs aus tieferen Ligen hier gefährlich einschätze. Klar gibt es immer mal wieder Überraschungen, aber die sind auch prozentual gesehen relativ gering im DFB-Pokal. Es fallen immer von 18 Teams irgendwie ein paar raus in der ersten Runde, 2, 3, 4, aber dann mehr halt auch nicht. Und ansonsten, wie gesagt, bin ich eher im DFB-Pokal ein Fan davon, den Liga-Unterschied auszuspielen. Auch wenn natürlich Lautern auf dem Betzenberg das Spiel des Jahres hier im Achtelfinale hat. Vielleicht dann auch sogar, wenn sie noch eine Runde weiterkommen sollen, natürlich noch mehr. Aber ja, ich denke auch, dass Düsseldorf hier mit der Quote von 1,95 sehr interessant ist als Erstligist.
Und ich würde bei dieser Quote von 1,95 einfach auf den Erstligisten setzen. Langweilig, aber oft ist langweilig ja auch nicht so schlecht. Dann bei Over-Under hast du angesprochen, können wir noch schauen. Über 2,5 Tore gibt immerhin 1,9. Das halte ich für auch sehr interessant, weil wir hier allein schon durch den Liga-Unterschied wahrscheinlich eine schwächere Defensive haben, die die Düsseldorfer sogar zwei, dreimal knacken können und Lautern selbst zu Hause auch treffen kann. Von daher finde ich diese Wette eigentlich noch interessanter als eine Wette auf Düsseldorf-Sieg, weil hier werden beide Mannschaften motiviert sein, Tore zu schießen, und von daher nehme ich das mit. Das denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass die taktische Ausrichtung von Uwe Rösler jetzt sein wird, abwarten gegen Kaiserslautern, Defensive stabilisieren. Die sollen ihr Tor schießen und am besten insgesamt über 2,5. Tolle Wette. Mal schauen, ob wir die auch bei Schalke gegen Hertha finden. In der Liga, ich sage es jetzt schon mal vorweg, finde ich, dass wir bei jedem Spieltag auf den Jürgen tippen müssen. Im DFB-Pokal, da brauche ich den Braten nicht so ganz. 0-0 ist das Spiel ausgegangen. Jetzt gerade am Wochenende, man kann sich jetzt überlegen, ob man wieder Halbzeit X anspielt, weil warum soll jetzt einer da mit offenem Visier im DFB-Pokal anlaufen? Ich kann mir vorstellen, dass es in die Verlängerung geht. Ich glaube, das wird eher ein langweiliger Kick werden. Ich möchte mich aber auf keine Wette einlassen, denn jetzt hast du mich weggeklickt, aber das möchte ich noch ganz kurz sagen. Radek, hallo. Denn ein Unentschieden bringt Hertha nichts. Das heißt, die werden nicht die Defensive stabilisieren oder zumindest nicht auf 0-0 1-1 spielen, weil es bringt ja nichts. Deshalb kann ich die Taktik nicht einschätzen. Halbzeit X, oder hast du eine andere Wette? Weil du hast dich gerade schon gefreut. Ja, ich wollte halt sagen, nur weil die jetzt gerade eben gespielt haben und gerade eben Halbzeit X war und gerade eben wenig Tore, darf man dieses Spiel, finde ich, jetzt nicht als Referenz herziehen. Könnte sein, muss aber nicht. Finde ich auch ein bisschen zu einfach, quasi dieses Spiel jetzt als Kopie dieses gerade gewesenen Spiels zu sehen. Nichtsdestotrotz finde ich es genauso schwierig, hier eine Wette abzugeben, wie in der Bundesliga zuvor. Tendenziell Schalke Heimsieg aus diversen Gründen, weil sich die beiden Mannschaften jetzt schon ein wenig kennen und ich Schalke zu Hause stärker einschätze, hatte ich aber auch in der Bundesliga schon. Und ich denke halt, dass zweimal hintereinander Berlin einfach nicht stark genug ist, gegen Schalke in zwei Spielen zweimal quasi nicht zu verlieren. Also das wäre meine Erklärung dafür. Aber es reizt mich auch nicht die Quote von 2,0 auf Schalke. Deswegen gibt es hier keine Wette und auch keine Torwette. Dann haben wir aber ein Wahnsinnskracher. Also das Spiel in der Liga war wirklich sehr sehenswert. Ich glaube 4-2 oder 4-3 für Dortmund oder 3-2, jedenfalls mehr als 4 oder 5 Tore. Sehen wir das im Pokal auch. Wenn man die Dortmunder zuletzt gesehen hat, wäre das natürlich jetzt hier meine erste Eingebung. Deswegen schaue ich hier auch gleich mal weiter und nutze hier den Redefluss und sehe eine 1,4er-Quote, bei der ich gleich wieder heimgehen wollen würde. Eine über 3,5 Tore finde ich zu gefährlich, weil Bremen eigentlich keine andere Chance hat, als hier zu mauern. Aber die Qualität bei Dortmund anscheinend jetzt ja wieder da ist. Was sagt der Bremer? Der Bremer sagt, der hat jetzt das Spiel gerade beim Augsburger gesehen und er war schockiert, wie schwach Bremen eigentlich ist. Denn die Einzelspieler sind schon vom Niveau ganz cool. Jetzt haben sie noch einen Selke dazu. Bittencourt war unglaublich schlecht. Und sie haben auch Spieler wie Sahin und Moisander. Das sind schon eigentlich Top-Back. Das sind alles irgendwie eigentlich vom Namen her gar nicht mal so verkehrte Leute. Aber sie spielen leider wie ein Absteiger. Und ich glaube nicht, dass jetzt Dortmund mit Haaland, der 3-2-2 Tore in den ersten drei Spielen geschossen hat, jetzt hier unbedingt als Aufbaugegner da reinpasst. Also warum sollte Dortmund nicht gewinnen? Aber bei Werder im Weserstadion, da sind schon die verrücktesten Sachen passiert. Deshalb geben die Quoten auch keine Wette her. Ja, wobei so eine Wette Dortmund minus 1, finde ich, kann man aufgrund der letzten Ergebnisse fast mitnehmen. Na, man muss aus der Vergangenheit lernen, da kommt ein Veto von mir. Wir haben zu oft schon genau diese Quoten auf den BVB angespielt und immer verloren. Ja, das ist immer genauso der Punkt, wenn Dortmund ein paar Spiele überzeugt hat, dann setzen wir wieder drauf und genau dann
wendet sich das Blatt. Wäre dann eigentlich eine Argumentation darauf zu setzen, dass Bremen hier nicht zu hoch verliert. Aber auch das will ich jetzt nicht, denn Bremen ist wirklich in der Bredouille derzeit. Und dann haben wir mit Werl gegen Union Berlin ein absolutes Zuckerl. Da lohnt der Blick darauf, wie Werl denn hier überhaupt in dieses Spiel gekommen ist. Denn sie haben Holstein Kiel mit 2:1 besiegt und unsere Augsburg auch mit 2:1. Da muss man kein Experte sein, um zu sagen, Werl gewinnt auch gegen Union Berlin mit 2:1. Natürlich nicht, aber auch hier muss man natürlich auf den Erstligisten setzen, theoretisch, aber es ist Union Berlin, die gerade eine ziemliche Schlappe kassiert haben und die haben nur eine 1,55er Quote. Also ist jetzt definitiv keine Mannschaft, die irgendeine Mannschaft derzeit in Angst und Schrecken versetzen könnte. Nichtsdestotrotz vielleicht ganz kurz einmal auf die Tore schauen, ob sich da auch was wieder kippt an interessanten Quoten. Das Spiel an sich, also die Werl-Quote ist zu schlecht, sonst, ja, nee, würde ich auch nicht spielen wollen, weil Werl wird schon verteidigen. Aber die Quotenverteilung ist schon verrückt, wenn du überlegst, da spielt der SC Werl gegen Union Berlin und hat nur eine 6,5. Das heißt, man braucht jetzt auch gar nicht bei Handicaps zu schauen, ob da was geht. Das ist uninteressant und damit verlieren die Buchmacher kein Geld und Punkt. Mhm. Leverkusen, Stuttgart. Die Stuttgarter gerade nicht über ein Unentschieden in der zweiten Liga gegen Nürnberg hinausgekommen. Nee, Nürnberg hat verloren. Gegen wen haben sie denn gespielt, die Stuttgarter? Ich verfolge die zweite Liga nicht so extrem. St. Pauli, glaube ich. Mhm. Ich glaube, gehört, dass sie unentschieden gespielt haben. Ich glaube, Pimmelgomez hat das 1-1 gerettet. Mhm. Auf jeden Fall Stuttgart jeweils immer auswärts im DFB-Pokal jetzt weitergekommen. Leverkusen bisher immer mit einem Heimspiel, wenn ich das richtig im Kopf hatte, gegen Paderborn und Aachen heim gewonnen. Stuttgart bei Rostock, beim HSV und jetzt beim Bayer Leverkusen. Was willst du denn da großartig auf Stuttgart gehen? Die haben im Prinzip schon noch ihren Bundesliga-Kader. Also da spielt jetzt nicht der typische Zweitligist, sondern schon eine Mannschaft, die auch mit der Truppe im hinteren Mittelfeld oder so um Platz 14, 15 dabei wäre. Das heißt, die sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Tut wahrscheinlich auch keiner. Aber auch die Quoten sind nicht wirklich interessant, oder? Findest du da was? Nee, also es ist halt wieder so ein Fall, dass auch du mit Stuttgart eine Mannschaft kommt, die auch vielleicht ein Tor schießen kann und Leverkusen ja auch in der Bundesliga Bundesligisten mit einigen Toren heimschicken kann. Haben sie jetzt in der Liga nicht gemacht, aber zweimal hintereinander wird es denen vielleicht auch nicht unbedingt passieren. Und dann haben sie eigentlich einen Kader, der in der Breite ganz gut aufgestellt ist, sodass im Pokal vielleicht dann auch mal die zweite Garde rankommt, was bei Leverkusen, finde ich, überhaupt kein Nachteil sein muss. Im Gegenteil, dass die eine Chance kriegen und sich auch dann beweisen können. Deswegen über 3 Tore in diesem Spiel halte ich für durchaus eine gute Wette. Bei genau 3 Toren kriegst du halt das Geld zurück, aber wenn Leverkusen jetzt hier 3-1 gewinnt oder 2-2 und Verlängerung, was weiß denn ich. Also alles in allem einige Szenarien, die mir ein gutes Gefühl bei dieser Quote geben und man relativ kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man das auch verlieren sollte. Und dann hat Bayern mit Hoffenheim einen durchaus ambitionierten Gegner, der in letzter Zeit auch ganz stark aufgetreten ist. Aber das ist dann oft so der Fall, dann kommen solche Mannschaften. Dann kommen solche Mannschaften nach München und werden dann gerade im Aufschwung wieder jäh gebremst und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und diese Hoffenheim-Quote würde dich natürlich schon reizen, oder? Ja, genau. 2 Gründe. Erstens muss ich mich ein bisschen aufregen, wie der Bundesligist Hoffenheim, der in der Tabelle 6., 7. oder irgend sowas ist, eine 17er-Quote hat und der SC Werl, die sonst wo sind, eine 5,5. Ich kann dir erklären, woran das liegt, weil der SC Werl zu Hause gegen Union Berlin spielt, während Hoffenheim in München gegen die Bayern spielt. Und jetzt habe ich ein Gefühl, dass genau mit dieser Quote Hoffenheim sogar bei Bayern gewonnen hat. Ich glaube, da hatten sogar noch eine höhere Quote. Das ist richtig. Lass mich lügen, das war es dann für einen Kovac gewesen. Aber finde ich nicht uninteressant, auch wenn Bayern einen abstrus starken Lauf hat und sich jetzt auch schonen konnte. Auf der anderen Seite,
Für die geht es in der nächsten Woche gegen Leipzig und danach mit Champions League um die wirkliche Saison. Hm. Also ich finde das, was du hier anklickst, geil. Ja, denke ich mir schon. Bin ich ganz überzeugt, muss mir die Bayern-Spiele im Pokal bisher anschauen. Und das bestätigt eher dann wirklich diese Wette von Asian Handicap 2.25 auf Hoffenheim. Würde heißen, wenn Hoffenheim mit 2 Toren Unterschied verlieren sollte, dann gewinnt man die Hälfte des eigentlichen Gewinns. Wenn sie nur mit 1 Tor Unterschied verlieren sollten, unentschieden oder sogar gewinnen sollten, dann würde man die Quote 1,8 irgendwas kriegen. Und ja, die Bayern haben halt hier sich gegen Bochum sehr, sehr schwer getan und gegen Cottbus jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und ja, da kommt dann mit Hoffenheim eine Mannschaft, die gerade jetzt absolut, ja, sich eigentlich nichts Krasses vorzuwerfen hat und gerade auch von daher mit der Quote ein bisschen schlecht behandelt wird. Und ja, deswegen kann man das schon mal machen. Ja, cool. Dann haben wir doch da auch einen Pick gegen den FCB, aber die können natürlich trotzdem weiterkommen. Vielleicht 1-1 nach. Das wäre schon was, du. Wenn die Münchner hier mal ins DFB-Pokal-Viertelfinale kommen würden, hey, dann streichen die wahrscheinlich die Maximilianstraße rot an. So, jetzt eine Quizfrage, die du bestimmt beantworten kannst. Wenn man an den FC Saarbrücken denkt, an was denke ich als allererstes? Wahrscheinlich an Tom Dooley und Eric Winalda, die damals 1994 als Saarbrücken erst und einzig Mal in der Bundesliga gespielt hat, in deren Kader die bekannten amerikanischen Stars waren. Und man muss ja wissen, Chris Kastodian ist ja gebürtiger Amerikaner. An Eric Winalda habe ich tatsächlich gedacht. Du, ja, der schöne Eric, klar, da hast du natürlich mal deine Poster von dem gehabt. Ich will ja nichts sagen, aber du hast ein Video gemacht, als wir in San Diego waren, und warst auf den Spuren des großen, schönen Eric Winalda. Hm, jetzt, stimmt, ja, der hat in San Diego studiert. Ja, und jetzt dürfen seine Erben quasi gegen den KSC ran. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da geht was, oder? Ja, nee. Karlsruhe ist da schon auch wahrscheinlich Favorit von den Quoten her. Das mit 2,25 doch recht ausgeglichenes Spiel. Dazu muss man sagen, Saarbrücken hat ja die Kölner 3-2 rausgehauen und auch gegen Regensburg 3-2, aber grundsätzlich würde ich Karlsruhe hier favorisieren und Asian Handicap schauen wir uns gleich an. Mich interessieren halt auch so die aktuellen Formen der Mannschaften. Klar, jetzt Karlsruhe gegen Kiel 2-0 verloren und gegen Dresden, aber davor haben sie ja Ingolstadt 4-0 besiegt. Und Freundschaftsspiel zählt nicht. Ja, ist egal, aber hier haben wir halt einen Unterschied von 2 Ligen sogar. Also da ist die Quote für einen Zweitligisten von 2,25 beim Viertligisten schon einfach viel zu hoch. Und klar kann man jetzt irgendwie wieder auf die Außenseiterrolle gehen, aber da gewinnst du definitiv nichts, wenn du hier auf den Außenseiter setzt, weil das ist einfach eine viel zu niedrige Quote, also geisteskrank schon fast, wenn man einen 2-Ligen-Unterschied hat. Und von daher eigentlich eine absolute No-Brainer-Wette auf Karlsruhe. Denn wenn Karlsruhe hier dieses Spiel nicht gewinnt, dann haben wir ja nicht die Wette verloren, sondern Karlsruhe. Und deswegen kann man hier wirklich nichts falsch machen. Na. Also Saarbrücken hat ein Etat wie ein Zweitligist oder so. Also ich glaube, die haben irgend so einen reichen Dude, der dann im Hintergrund das Ganze finanziert, und die werden auch bestimmt einen Durchmarsch machen. Habe ich nur so halbwegs im Hinterkopf, aber ich bin überzeugt, dass die wahrscheinlich etatmäßig schon mit dem ein oder anderen Zweitligisten mithalten können. Ich hätte jetzt trotzdem gerne mal gesehen, was Saarbrücken plus 1 wäre. Nein, also das kommt da gar nicht in Frage. Also auf den KSC zu wetten kommt gar nicht in Frage. Dann lieber No-Bet. Ich habe jetzt schon auf Karlsruhe getippt. Also Alter, jeder, der so denkt wie Chris Kastodian, dass er die Viertligisten hypen muss, der kann gerne dann Saarbrücken plus 1 bei einer Quote von 1,7 oder so nehmen. Und alle anderen lassen die Finger davon oder sehen es wie ich, dass man hier ein gefundenes Fressen hat. Kommentiert gerne, was ihr zu diesem absolut heißen Spiel an diesem Achtelfinalspieltag denkt. Und ja, ansonsten, ja, mach doch, was du willst. Ich hab auch keinen Bock mehr. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben.
weil der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, wie waren unsere Tipps von diesem Spiel. Ich bin doch nicht mehr da. Wie kommst du nochmal? Ja, wir haben gesagt, die Frankfurter sind gut genug, dass sie hier Asian Handicap 0 machen. Sogar Asian Handicap plus 0,5, ja, dass sie unentschieden oder Sieg gegen Leipzig bei einer Quote um die 2,0. Das plus 2,5, ja, über 2,5 Tore beim Spiel Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf. Mhm. No bet hier. Dann über 3 Tore Bayer Leverkusen gegen Stuttgart, weil die beide Tore schießen können. Und die Quote mit 1,95 dafür sehr attraktiv ist. Wir haben die Hoffenheimer unterstützt. Mit einem Asian Handicap von 2,25 auf sie. Und dann die völlig kuriose Wette auf Karlsruhe. Ja, oder eben deine. Aber gut, schreibt eure Kommentare in die Kommentare und lasst ein Abo da und einen Daumen. Und dann bis zum Wochenende in der Bundesliga. Oddspedia, the Sports Betting Community.